Zeit ist Fisch. Auf die Plätze, fertig, los hier. Ein wunderschöner Fisch. Oh, ist der dick. Guck mal, wie dick der Bauch ist. Die Punkte, die brauchen wir. That's the game changer. Number one. Don't forget that Swedish anglers are the best. Der YouTube Predator Cup 2019 wird präsentiert von Casio Pro-Trek, Shimano und Nice. Im Hinspiel des Halbfinals konnte Hasan Duran bereits einen richtig guten Fang landen, als sein Kontrahent Tobias Ekvall noch nicht einmal angefangen hatte zu angeln. Doch die lange Anfahrt sollte sich auszahlen. Mit insgesamt 7 Hechten und mehreren Zandern, von denen es 2 in die Wertung schafften, konnte Tobi bereits im Hinspiel einen eindrucksvollen Punktestand aufbauen, während bei Hasan etwas der Abzug klemmte. Immerhin 4-maßige Zander gingen ihm noch ans Band, sodass sein Rückstand durchaus aufholbar ist, zudem er in der heutigen Bootspartie die Spots vorgibt. Es ist bereits am Morgen ziemlich windig und der Wind soll laut Wetterbericht weiter zunehmen. Sollte das Bootsangeln irgendwann nicht mehr möglich sein, würde das Match vom Ufer fortgesetzt werden. Wie bereits erwähnt, sind in Hin- und Rückspiel maximal 7 Wertungsfische zu fangen. Tobi hat diese bereits erreicht, kann heute jedoch durch punktbessere Fische seinen Kontostand weiter in die Höhe treiben. Hasan fehlen noch 2 Fische zur Full Card. Extrapunkte für die zweite Fischart haben beide bereits gesammelt, doch ihnen fehlt jeweils die dritte Art, die nochmal 20 Punkte zusätzlich einbringen würden. Hierfür bräuchte Tobias einen Barsch und Hasan einen Hecht. Hallo liebe Zuschauer, im zweiten Teil des Halbfinales zwischen Tobias Ekvall und Hasan. Ihr habt ja schon vom Ufer aus gefischt und da hast du unglaublich vorgelegt. Dein scoreboard is full. You don't have a perch, so you miss a perch. That is your target for today? Yes. To catch a perch? And to increase the other ones as well. Yeah, and to catch the 20 points on that. Okay. Yeah, exactly. And catch that 120 cm pike. Yeah, okay. So, das bedeutet, du gibst die Stellen jetzt vor, weil du hinten liegst, so lange, bis du die Führung übernommen hast. Richtig. Okay. Ja, das ist auch der Plan. Ich will heute Gas geben. Gestern hat mein Plan nicht so gut funktioniert. Eigentlich wollte ich auf jeden Fall einen Schnitt von 50er Zandern hinlegen in der Wertung mindestens, aber das hat nicht so gut geklappt. Da war ein bisschen der Wurm drin und der Tobi war on fire. Aber wir geben heute unser Bestes. Gutes Karma ist auf jeden Fall an Bord, schätze ich. Und das wird schon was. Ich freue mich schon drauf. So, und der Gewinner darf, dann das darf ich schon verraten, gegen Herbert Ziereis antreten. So, okay, dann let's start the battle. Yeah, let's do it. Okay. Yeah, good luck again. Good luck, Toby. So, I'm happy to fish with you. Yeah, it's fun. It's gonna be fun. Yeah, first time we fish with each other. Yeah, that's right, that's right. So let's see how it goes. Yeah, come on, let's go. Es sind heute 6 Stunden Nettoangelzeit vorgesehen und natürlich wie immer nur Kunstköder und kein Schleppen erlaubt. Wer sich für das Tackle der beiden Angler interessiert, findet dieses in der Videobeschreibung. So, wir haben muckliges Wetter, ganz schön warm und sonnig und ganz still das Wasser. Nee, Spaß beiseite, es wird hart heute für die Jungs. Aber, are you ready? Born ready. So, then let's start the time right now. You have 6 hours to fish. Enjoy your fishing. Okay. Fish on! No, so. Er versucht, ihn hier mit kleinen Tricks ein bisschen aus der Ruhe zu bringen, der Tobi, den Hasan. So, kurz zur Info, wir sind hier am Hollands Diep. Ja, wie gesagt, zu den Konditionen, es wird viel regnen wieder mal, es wird sehr wellig sein. Ja, aber wir gucken mal. Für Zander vielleicht ganz gut, für Barsch schauen wir mal. Abriss direkt am Anfang. Das kostet Zeit. Das kostet Zeit, aber es ist okay. Das kostet auch Nerven. Das kostet auch Nerven, so ist es. Aber so ist es halt beim Angeln. It's actually quite fun how the rumors here spread quite fast, because Dustin told me that he caught a good one here when he fought against Herbert yesterday, and then apparently someone has told Hasan as well. And Dustin, he said that he caught the big one on the shadowbait, so I'm using the shadowbait, and what I can see, Hasan is using the shadowbait as well, and I'm using the gunky boomer, and I have put on the shark shad, baby shark. Let's hope I can catch a big one now, while Hasan is tying on a new lure. Yeah, yeah, it was. Oh, yeah. Damn it. First bite for today on this ugly spinnerbait, as you can see. On the monkey shad, the pike. It could actually been a perch, it's not impossible. Took the tail. Looks nice. Die Fische beißen bislang nicht und nun gibt es auch noch Probleme mit dem Boot. Dank des schnellen Services von Rheinland Boote ist jedoch umgehend ein Ersatzboot zur Stelle, sodass die Angler weiterfischen können, ohne großartig Zeit zu verlieren. Neues Boot, neue Chance. Ja. So kann man es auch sehen. Ja. Kurzer Bootstausch. Vielleicht wollen die Fische ja hier lieber an Bord kommen. Es bleibt abzuwarten. Aber Jungs, die Angelzeit starte ich dann ab jetzt. Sehr gut. Let's go, Fisch. So, wir fischen hier jetzt schon ganze 3 Driften, beziehungsweise ist das jetzt hier die dritte. Der Spot hat wohl gestern gebrannt bei Dustin, aber heute spuckt er bisher nur ein Biss aus. Aber jetzt kommt auch die Sonne raus. Ich erhoffe mir hier tatsächlich wenigstens einen Fisch, aber das wird hier auch die letzte Drift sein und dann werden wir den Spot wechseln und mal versuchen, einen anderen Hechtspot anzufahren. Natürlich blöd, dass an den Stellen hier auch Barsche sind, aber ich kann da jetzt auch nicht so viel Rücksicht drauf nehmen. Ich muss einfach gucken, dass ich jetzt hier Fisch fange und vor allem, dass wir generell Fische fangen, ja, dass die Folge hier auch eine spaßige wird. Aber wir sind fleißig dabei, werfen ganz fleißig und vielleicht kriegen wir den einen oder anderen für euch raus. Der Wind wird derweil immer stärker. Schwierigkeiten mit dem ersten Boot, beißfaule Fische und jetzt auch noch Wetterbedingungen, die das Bootsfischen unmöglich machen. Viel schlechter hätte der Angeltag für Hasan und Tobi bisher kaum laufen können. Doch die beiden lassen sich davon nicht entmutigen. Und auch Hasan glaubt weiter fest an seine Chance. Also wir haben leider, der Wind nimmt immer mehr zu und die Ankerfunktion des E-Motors funktioniert nicht ganz. Wir haben auch einen Anker dabei, aber der hält uns nicht an der Stelle. Das ist also nicht so geil fischbar. So, Hasan würde jetzt gern vom Ufer aus weitermachen. So, one question. Do you agree with that when we fish the last 3 hours from the shore? Absolutely. I just want to have fun fishing. Yeah. It's much better to catch fish than doing this, okay, because this doesn't work. Okay, also werden wir jetzt in diesem Fall den Plan ändern, an das Wetter anpassen. Wir fahren jetzt zurück in den Hafen, fischen dann vom Ufer aus, nach wie vor. Hasan liegt zurück, das heißt, du gibst denn dann die Stellen vor. Ja, so ja. Ist Hasan choice, because ja, he's of course not on the leaderboard. Das werden wir so machen, weil das hier macht absolut keinen Sinn. Es okay, macht halt auch keinen Spaß, wenn es dann nicht funktioniert. Ja. Und da würde ich einfach jetzt, quick ist es jetzt nicht, also es ist jetzt kein Quick-Stop. Wir haben schon echt versucht, damit zu kämpfen, aber er und ich, wir beide sind nicht zufrieden damit. Und nach einem kurzen Telefonat mit Toni müssen wir das halt jetzt so machen. Ja, okay, dann machen wir das so. Alles klar. Alles klar. Zeit ist gestoppt. Das heißt, wir sehen uns gleich am Ufer wieder. Wir sind jetzt an der Uferstelle in Willemstadt. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, eigentlich gar nicht so scheiße alles. Ich meine, wettertechnisch steckst du nicht drin, kannst du nicht ändern. Dass das Boot jetzt so ein paar Zicken gemacht hat, ja mein Gott, muss man einfach jetzt das Beste draus machen, ja, und das tun wir. Alles gut. Indem wir den Plan nämlich ändern und jetzt einfach vom Ufer aus los. Richtig, genau, das machen wir. Im Prinzip kann ich mich ja auch nicht beschweren, zumindest die ersten Spots, da wo es ja auch zum Beispiel bei Dustin und Herbert richtig gerappelt hat, da war ja auch alles in Ordnung. Wir sind an einer richtig heißen Zanderstelle und die Zander beißen erst, wenn es dunkel wird. Richtig. Genau, also es könnte jetzt auf jeden Fall noch richtig spannend werden. Ich glaube wir auch auf jeden Fall, dass wir Fisch rausholen, und zwar, dass wir beide auch fangen. I was here in the first round this year against the young shows, and then I caught 2 perch here. Yep, yeah, perfect. So I know how to do it. Very good. So then let's go to the water and let's fish. Yeah, let's do it. Tight lines. Tight lines. Again. Die Jungs haben jetzt noch 3 Stunden und 11 Minuten Zeit zu angeln. Und ja, ihr dürft angeln. Let's start. Super, let's start. Rein theoretisch ist das auf jeden Fall taktisch nicht so klug, weil der Tobi hier schon seine Chance auch auf dem Barsch hat, den er braucht. Wir haben hier jetzt natürlich auch oft mal einen Hecht als Beifang gehabt, also ist das für mich auch gar nicht mal so schlecht. Wir müssen das hier aussitzen, weil es wird nämlich gleich dunkel und dann macht eventuell die ganze Fahrerei auch keinen Sinn und wir haben auch kein Licht für die Nacht oder zumindest jetzt nur ganz provisorisch was organisiert. Tobi und ich verstehen uns aber richtig gut, von daher macht das auch echt Spaß mit ihm zu angeln. Er kennt den Spot, ich kenne den Spot, wir wissen, wie wir hier zu angeln haben und Zander können wir beide ganz gut, hat er ja auch gegen Johnny gezeigt. Barsch kann er auch ganz gut, das wäre auf jeden Fall nicht so geil, aber gib ihm. Let's fish. Hier, da war der erste Biss. Kam ganz spitz. Hier ist auch ein bisschen was von dem Fisch noch dran. Tja. Blitzschnell reagiert, aber ging nicht. Hing nicht. Die Saga setzt sich fort. Die Saga der Fehlbisse. Oh, ja, yeah, Fisch. Nice. Ein Barsch. Die nenne ich immer so gerne Köfi. Das tut mir auch furchtbar leid, dass der jetzt so gehakt wurde. Ich wollte den Kescher holen. Ja, den kann man aber, glaube ich, echt als Köderfisch verwenden. Oder er wird als Köderfisch enden. Tja. Der erste Fisch. Entschneider. Und spielt die Größe eine Rolle? Klar. Auf jeden Fall. Hasan, was los? Ja, ich würde gerne den Spot wechseln, weil wir hatten hier jetzt wirklich absolut gar keine Kontakte. Hier ist zwar viel Futterfisch da, aber wir stehen hier ja auch vom Wind geschützt. Ich denke, so eine Stelle, wo der Wind ein bisschen drauf prescht, ist auch gar nicht mal so schlecht. Mhm. Und deshalb würde ich auch hier auf jeden Fall im Hafengebiet bleiben, mhm, nur halt eben mal ein paar Meter woanders hin. Mhm. Okay. First cut, the blade runner works. Endlich ist es soweit. Weihnachten steht kurz vor der Tür und wir haben ein paar coole Neuigkeiten für euch. Es gibt wieder die Monkey Lures Special Selection Box, einmal in 10 und 7,5 cm. Und wir haben endlich es geschafft, die Monkey Lures Cap rauszubringen. Jetzt erhältlich bei Hecht und Barsch. Und weil es bald Weihnachten ist, hauen wir auch ein Spezialpaket auch mit raus. Hier ist Weihnachtsbundle, ein Box plus Cap. Bekommt ihr ein 35 € Köderpaket obendrauf geschenkt. Hau mal rein, Leute. Nur so lange Vorrat reicht und das wird nicht lange. Tschüss, Leute. Vorhin waren wir hier noch mit dem Boot, da war es sehr, sehr wellig. Wir haben da hinten geangelt. Jetzt ist es ruhig und wir angeln vom Ufer aus. Die Jungs haben noch 2 Stunden Zeit. Immer noch kein Fisch. Es ist, ja, wir warten geduldig. Ja! Pike, 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 pike. I'm gonna help you. Okay, 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 okay. You can land it? Okay, okay, let's give him a moment. Let's give him a moment. Now, yeah, now. And 1, 2, 3, and go! Front! Yeah. Yes, bro! Good. Yes! Entschneidert. Geil, ey. Congrats. Thank you. Thank you, thank you, thank you. And there are extra points! Yay! Ich habe es gesagt, Dustins Köder mit den Hechtspuren, gutes Karma, funktioniert immer. Oftmals kommt es wirklich nur aufs Gefühl an. Und ich dachte, es wäre der Köder und es ist der Köder. Okay, Köder ist ab. Opa, ihr seht's. Aua. Das kann wehtun, wenn er sich jetzt schüttelt. Deshalb machen wir ganz, ganz schnell und lassen ihn dann auch wieder raus. Aua. Und er hat 60. 60 cm. 60 glatt. 60. Geht in deine Wertung ein, Petri. Danke. Und die Extrapunkte sind gesichert. Richtig gut. Richtig gut. Geil, dass es funktioniert hat. Hier. Er hat's gemacht. Danke, Dustin. So, wir releasen den jetzt mal. Ganz easy. Ah ja, sehr schön. Ah, geil. So muss das sein. Noch ein Fisch in die Wertung und dann ja, schauen wir mal, rechnen wir mal ab. Thank you for netting my pike. No problem. It was just fun to see a fish today. Yeah, that's right. Good work. Oh, fish! Yo! No. No. What is this? Oh, it's a big fish. It's a big fish. It's fish. It's a big fish. It's a good one. What is it? I have no clue. It's a sander. But it's for. Oh, it's a sander. Machst du was? Okay. Ew. That was quite fun. When I was thanking you. It doesn't count, and even if it would have counted, it would have been smaller than the smallest fish. Yeah. So it doesn't matter. Oh, I had a bite. Yeah, fuck it. Ah. Dieser Fisch zählt leider nicht, denn er war hinterm Kiendeckel gehakt. Das heißt, kommt leider nicht in die Wertung ein. Sorry. Yeah, but it doesn't matter. Yeah. Let's put it back. Because it seems like the fish are biting now. Two bites in one cast. Hm. An der zweiten Uferstelle ein Einstand nach Maß für Hasan. Der Leverkusener fängt den Hecht, den er unbedingt für seine 20 Extrapunkte brauchte. Tobis Zander bringt dagegen keine Verbesserung. Der Vorsprung schmilzt auf 537,8 zu 428,1. I felt a quite hard strike, and I think it was a sander. But I need a perch. This small sander, it doesn't matter for me. I need a big sander, a big pike, or a perch over 22 centimeters. Come on, let's say you need a big perch. Okay, I need a big perch. Yes. I need a big everything. Ja. Ja, Fisch. Oh. Entweder was ganz Kleines oder was Halbtotes. Ein ganz kleiner Zander. Nein. Aber ich glaube, der war auch Untermaß. Ja, glaube ich auch. Alles gut. Deshalb halb so schlimm. Passt. Immerhin Aktivität und der Knoten ist geplatzt. Hör mal, das war nicht der Fisch, der über Sieg und Niederlage entscheidet. Alles gut. War auch vielleicht mein Fehler. Hab den Druck nachgegeben, aber augenscheinlich war der bestimmt untermaßig. Von daher alles gut. Ui, da ist ein Schiff mit Panzern drauf. Richtig cool. Der Zander vom Tobi war echt cool. Den hätte ich gebraucht. Und zwar regulär gehakt und selber gefangen am besten. This is quite cool spot and it seems like there's a lot of fish here. But he needs to catch a lot of bigger fish than we have seen now in order to take the lead. So still, I'm quite like, I'm not nervous. I'm still very confident that it's going quite good for me. But I'm gonna change lure. Oops. Oh, fish on! Oh yeah! It was a sign! Yeah, exactly! It was a sign! It was a sign! Let's hope it's a perch! It's a perch! Yay! Oh, no. Such a big sander! I put on the flat nose mini lure again, and as you can see, That's what I caught my first under today on, or my first fish. Works every time, this color and this lure for sunder. Small sunder, don't even need to measure it, because I think I need kind of a 55 centimeter sunder in order to improve my score. Something like that. So I'm just gonna put it back. Yeah. But it was fun to finally catch a fish today. Very good. Yeah. Perfect. Fine. Yeah! Wow! Big bite! It's a good fish. Wow! That was a very big bite. Is it the pike? No, I think it's a zander. Yeah, it's a zander. But it's a good one. Oh, really? Glaubst du, es ist ein guter? Oh yes, it's a good one. Yeah, you have to bring it to me. Nice! Please! Yeah, it's in! Yeah! Off! Good! God! Very good, very good, very good. I got it, I got it, okay. I got it! Oh Mann! Nice! Oh Mann, ist der groß. Warte, ich hole gerade das Measureboard. Ja. Oh! Good work! Wow! Das war ein Biss. Leute, das war geisteskrank. Richtig wie ein Blitzschlag. Krawums! Und weg ist das Ding und erneut ein Köder, den ich dem Dustin abgeluchst habe. Geil. Wow, richtig guter Zander. Und der hat den volle Kanone genommen. Schaut euch das Maul an. Und da ist der Köder. Das ist ein guter. Ja, ich sehe. So, hier ist der Köder. Nice. Auch in ganz grell. Der Tobi hat ja einen Grell schon vorgelegt. Korrekte Sache. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Wir müssen ihn erst messen. Okay, und er hat 65 Zentimeter. Super. Ein 65er Zander, Petri. Dankeschön. Oh. Gott sei Dank. Nach dem Messen. Die Messlatte ist auch schön schleimig. Und ja, Quick Release, so wie du es sagst. Ja. Ich wollte ihn euch eigentlich gerade noch mal zeigen, weil es ein echt schöner Fisch war. Aber gut. Babs. Nee, du. Ii. Dann gib mir die Faust. Petri. Danke. Geil. Good work. Thanks, bro. That was a bite out of hell. Yeah, I saw it. Good fight there for being a sander. Nice! Während auch Tobis zweiter Fisch des Tages nicht in die Wertung kommt, kann Hasan mit diesem wunderschönen Zetti, der leider nicht aufs Foto wollte, sein Scoreboard auf 7 Wertungsfische bringen. Er kommt jetzt auf 512,6 Punkte und liegt nur noch 25,2 Zähler hinten. Sein großer Vorteil? Er hat noch mehr Verbesserungspotenzial bei seinen Wertungsfischen und bereits alle 3 Arten gefangen. Fängt Tobi keinen Barsch, wird ihm Hasan wahrscheinlich immer näher kommen. So, jetzt habe ich die 7 Fische voll. Jetzt geht's ums Verbessern. Und ich denke, das ist auf jeden Fall möglich. Weil diese Größe an Zandern ist hier auf jeden Fall vertreten. Und ihr habt gesehen, es kann jederzeit was passieren. Aktivität ist da. Vor allen Dingen, Hasan, wie findest du das denn? Nach dem ganzen Drama heute mit dem Boot, mit dem Bootswechsel, dann hat der Motor nicht funktioniert. Ja, Gott sei Dank klappt es jetzt und es hat auch sogar mit dem Hecht geklappt, deshalb bin ich umso froher. Und ja, wenn die Zander jetzt noch so beißen und wir 1, 2 noch in dieser Größe kriegen, am besten ich, dann wäre es natürlich richtig geil. Ja! Fisch! Und wieder so ein guter. Killing it. Ja, yeah, again. Wieder ein guter. Hasan, was ist los hier bei dir? Ja, ich hab's doch gesagt. Nice. Yeah. Oh, ist drin. Yes. Babs, nice. Schwierig again. Zu keschern hier. I got it. Super. Und wieder ein besserer. Ich glaube, der verbessert mich, oder? Ach, geht. Aber ein schwerer Fisch. Ich habe ihn mir größer vorgestellt. Sei mal nicht undankbar. Nein, hier. Nein, um Gottes Willen. Ey, ich bin der Letzte, der undankbar ist für einen Fisch, wirklich der letzte. Ich liebe es zu angeln, das ist mein Lieblingshobby und das sind meine Lieblingsfische. Wieder richtig geil gehakt. Nicht, dass er dir stiften geht, bevor wir ihn gemessen haben. Jo, ich halte ihn ganz fest. Du machst. So. 52 cm glatt. Very nice. Sehr schön. Dann lassen wir ihn mal frei. Hier ist es relativ tief auf der Seite und hopp, Kopf über rein. Geil. Läuft. Oh, macht das Spaß. Im Dunkeln spürt man es halt auch viel krasser, muss man sagen. Ich liebe das Angeln im Dunkeln. Schade, dass es so wenige YPC-Folgen im Dunkeln gibt. Aber das ist ja jetzt eine. Der nächste Fisch bei Hasan. Er ist jetzt nur noch 16,1 Punkte hinten. Die Luft wird immer dünner für den Schweden. Erst fangen, dann zocken. Besorge dir eine LMAB Catch Casino Box, fange Fische damit, lade sie hoch und spiele somit um Preise im Wert von über 10.000 Euro. Was es mit diesen drei limitierten und exklusiven Produkten, die sich natürlich auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk eignen, genau auf sich hat, erfahrt ihr in der Videobeschreibung. Hier eine kleine Information zur anstehenden Messesaison im Jahr 2020. Daniel, Toni und Big L sind vom 10. bis 12. Januar auf der Angeln in Duisburg. Vom 16. bis 19. Januar geht es für Daniel, Big L und Enrico Di Ventura auf die Jagen und Fischen nach Augsburg. Am 1. und 2. Februar sind Daniel und Toni am Stand von Falle auf dem Fishing Festival in Wels in Österreich. Und schließen tun wir die Messesaison wie immer mit der Aquafish in Friedrichshafen vom 6. bis 8. März, wo ihr Daniel, Big L, Toni und Dustin Schöne am Hecht- und Barschstand treffen könnt. Toby, yeah? He comes closer and closer to you. Yeah, and the time is running out also, but still he has a, yeah, if he keep on catching good sunder, it could be quite. Yeah. But you fish really close together, so why you don't have a bite? Why well, I caught a sunder recently, but I'm not sure. He's a good sunder angler. Yeah, maybe it's a secret here. Not yeah, maybe he's fishing a little bit slower or something. Not sure. Ja, Fisch! Wieder ein großer. Hasan, wenn du jetzt einen 60er Zander mindestens fängst, dann übernimmst du die Führung. Geil. Ich glaube aber, das ist kein 60er. Dafür ist er zu leicht. Da kommt er rangesurft. Das ist kein 60er. Nein. Yes! 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 Killing it! Yes. Er reicht noch nicht zur Führung. Drill it like Beckham. Er reicht nicht. What? Kennst du nicht den Film Kick It Like Beckham? Drill it like Beckham. Drill it like Beckham. Oh, drill it like Hasso. Ah, leider nicht so gut wie gedacht. Aber wie auch gerade eben, machen wir uns keinen Stress. So. Nice. Komm, ohne ihn fallen zu lassen. Ich glaube nicht, dass er mich... Nein! Fallen gelassen! Nein! Gerade gesagt. Entschuldigung. Entschuldigung. Babs, das Wasser ist direkt hinter dir. Ja, ich weiß. Scheiße. Erst messen, dann releasen. Ey, fuck. Ja, aber meine Hände sind glitschig vom Fisch davor. Angel weiter, die Fische sind da. Ja, die Fische sind da und ich hab rausgefunden, wie man sie fängt. Okay. Ich habe rausgefunden, wie sie... Mit der Angel, hä? Ja, erstaunlicherweise. Boah, und die kommen total flach hier. Ich brauche gar nicht weit werfen. Warum fängst du hier die Zander und der Tobi nix? Was machst du denn anders? Ja, Gott sei Dank versteht er kein Deutsch, ne? Nein, um Gottes Willen. Ja, ja, klar. Ich denke, weiß ich nicht. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich spüre halt einfach den Grund, versuche der Gummifisch zu sein und Ich fische auf jeden Fall langsamer als er. Ja. Das kann man so... Mit kleineren Sprüngen über Grund? Viel kleinere Sprünge als er über Grund. Wie viel Gramm hast du an Bleigewicht drauf? 10. Okay. Wobei ich das sogar langsam, aber sicher zu schwer finde, weil nachts spürt man alles noch viel mehr. Tagsüber, weiß ich nicht, hat man auch so viele andere Reize, die einen beschäftigen beim Angeln. Nachts, speziell wenn auch kein Kameralicht da ist, ja, dann ist man wirklich der Gummifisch gefühlt. Ne? Man hat seine Hand an der Rute, fühlt alles, was im Wasser vor sich geht. Und ja, das waren jetzt 3 Würfe, 3 Fische. Ne? Hasan, der Gummifisch. Richtig krass. Wenn du ein Gummifisch sein könntest, welcher wärst du dann gerne? Oh, verdammt! Da war wieder ein Biss. Da war wieder ein Biss. Boah, wenn ich ein Gummifisch sein könnte, dann wäre ich wahrscheinlich ein Westin Chattis. Kleiner. 90% der Köder ist runter. Also, die stehen hier. Ich habe es rausgefunden. Eigentlich. Fischer! Good one! Good one! Good one! Yo! Wow! I'm here. Perfect. I'm here. I'm here. Let's see. What it is? Yeah. You have to bring it to me, okay? Yeah, but I can't see anything. That's a nice one. Wow! That's a decent one. Yay! It's in. Ah! Finally! Nice! Very good! I tried to see what he was doing and he fished much slower than what I did. So I did the same and voila! Uh-huh. A good sunder! So you understand German, yeah? Yeah. Ziemlich gefährlich hier die Stelle. Wenn man nicht aufpasst und den Fisch aus der Hand verliert, ohne ihn gemessen zu haben, dann zählt er nämlich nicht. Mit welchen Ködern, den schauen wir uns auch gleich an. Okay, hold that. 60 cm, 60 cm. Yes. Yeah, so quite hard fishing until now. Now he's killing it and finally I caught, like this is good for me. Now I will increase even more. But still it's good fishing now, he's catching one after another. Yeah. So I need to watch out, I need to keep on fishing. So let's put it in the net and put it back in the water. Have a gentle release. And very good. So, and you can show us the lure, what you use. Yeah, Tony, he gave this one to me and said, Tobias, you need to use this one to catch a big sander. So I tried it, the drunk bait from Hecht and Barsch, and it worked great. Very good. It's a lovely color. Yeah. Very good. Let's keep on fishing. Tight lines. Endlich ist Tobi zurück im Spiel. Ob es die veränderte Technik oder der Köderwechsel war, sei dahingestellt. Auf jeden Fall bringt dieser Zetti 78 Punkte. Da ein 67er Hecht vom Vortag aus der Wertung fliegt, verbessert er sich um 11 Zähler. Es steht nun 548,8 zu 521,7. Hasan würde aktuell ein 68er Zander oder 2 60er Zettis reichen, um Tobi die Führung abzuknöpfen. Oh, Fischer! I'm here. Ah, it's not that big. I don't think so. But yeah, actually it could be. Actually, I think it's decent. Are you ready? Yeah. Yeah, it looks good. Oh. Yeah, it's a nice one. You have to bring it in my net. Yes. No, it's fun fishing, Hasan. Yeah. Ja, yeah, I think actually this is an upgrade. Dangerous. Yeah. Drunk bait hat wieder zugeschlagen. I have to thank Tone for the tips. This is quite risky. Yeah, I know. To measure them. 59. 59 centimeter. Yeah. So, I didn't thought that this one was just 1 centimeter smaller than the last one. But it's such a beautiful sander. And they're strong and hard bites. Fishing slow. Look at Hasan, do what he does, catching these ones. Yeah, let's put it back again and keep on fishing because yes, it's hammer time. Very good. Bye bye. Auch dieser Zander stellt eine Verbesserung dar. Ein 70er Hecht wird gestrichen. Tobis Punktekonto klettert um 6,7 Punkte auf 555,5. Jetzt bräuchte Hasan schon einen 74er. 74er Zander? Da war doch was. Genau, solch einen Fisch fing Dustin am Vorabend an genau dieser Stelle, direkt nach dem Abpfiff. Ja, oh, fuck it! Schon wieder ein Fehlbiss. Aber es kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ich packe jetzt auch die Kopflampe aus, weil die brauche ich. Muss mal den Köder irgendwie reparieren. So, bis gleich. Fish on, gear under. Are you ready? Yes. Thank you. Nice. Everything is so much harder when it's dark. But the sounder is biting, so I don't mind. Yep, ready? Yes. I think this one is around the same size as the last one. No, it's even bigger. It's vorne dran ist ja gut. Yeah. 63 cm. Yeah, nice sounder. Really good one. It was a little bit scary when he was catching two sounders in a row. That was quite decent. But now I'm feeling a little bit more confident again in the battle. Because this is a nice one. Very good. And you still have 40 minutes. 40? Yes. Okay. So there's still a lot of time for him to catch. Oh yeah. Because they are biting. Yes. But he can increase and I can increase as well. Oh yeah. Fun fishing. I didn't think we were gonna have this battle when we fish from the boat, but now it's quite intense actually. Exactly how it should be. Tobi verschafft sich weiter Luft. Er ersetzt den nächsten Polderhecht durch einen guten Zander und ist nun 45,7 Zähler vorn. Hasan muss seine Zanderstatistik nun um insgesamt 36 cm verbessern und ihm bleibt nicht mehr viel Zeit dazu. Da kommt zu Ehrenfing. Ja, Fisch! Fisch an! Fisch relativ weit draußen genommen. Ich sehe leider gar nichts. Besser aufs Wasser leuchten. Oh, ist ein guter. Kämpft auf jeden Fall richtig stark. Oh, it's a better one. Oh yes, it's a good one. Nice. Wow. Wow. Geil. Wow, was ein Biss, was ein Kampf und dann auch ein guter Fisch. Oh wow. Uiuiuiui, der macht uns ganz nass. Jo, das ist auf jeden Fall ein richtig schöner Zander. Und der Bait ist weg. Ja, den lasse ich aber nicht fallen. Das verspreche ich dir. Erst messen, dann releasen, okay? Jo. Nicht fallen lassen. Jo, den lasse ich mit Sicherheit nicht fallen. Ah. Achtung, den kann ich nicht. Ja, ich halte die so, ist gut. Okay. Du legst ihn vorne an. Ich lege ihn vorne an. Nicht fallen lassen. Jetzt ist er vorne. Ah, okay. 63 cm hat er. Katsching. Petri. Petri, Dank. Und ich hoffe, es kommen jetzt noch welche von denen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich muss den releasen. So, Leute. Kopf über. Ins tiefe Wasser. Und zack, weg ist er. Ja. Geiler Biss. Geiler Biss. Und erneut der gleiche Köder. Hab ihm den Kopf abgebissen, damit der Haken wieder besser sitzt. War die richtige Entscheidung. Ich komme näher und näher an Tobi heran, aber es ist ganz schwierig. Es ist ganz schwierig. Nach dem 63er Zander ist Hasan wieder auf 24,9 Punkte an Tobi rangerückt. Er braucht einen 71er für den Sieg. Machbar ist das auf alle Fälle. Da hat sich das Blatt jetzt doch noch mal gewendet. Endlich ein paar Fische vor die Kamera bekommen. Es ist einfach mega. Es ist ein super schöner Zanderangelplatz hier. Und sobald es dunkel wird, knallt es. Geht nicht die ganze Nacht lang, sondern es hört dann plötzlich schlagartig wieder auf. Aber wir sind total froh. Endlich fangen die beiden Fische und ich freue mich sehr, sehr, sehr für beide. Auch für Hasan und für Tobi. Es bleibt weiterhin spannend. Wer macht das Rennen? Und wer wird am Ende denn dann in der nächsten Partie gegen Herbert Ziereis antreten? Es bleibt abzuwarten. Oh, fuck it, ey. Ja, scheiße. Der Köder ist komplett durchgenagelt. Wie soll ich den jetzt noch irgendwie angeln? Höchstens andersrum. Hoffentlich bringt er mir andersherum auch Fisch. Aber ich habe keinen Köder mehr in der Farbe und die Farbe läuft. Es setzt sich halt einfach fort, ne? Ich Fehlbiss über Fehlbiss. Das ist so ein Bockmist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Sonst ist meine Quote nicht so miserabel. Ich habe jetzt einen Wobbler drauf gemacht. Bisschen risky, also ich habe mich von der Stelle entfernt, wo es bis eben noch gebissen hat. Aber so wie Babs auch sagte, das ist auch vollkommen richtig. Irgendwann stellen sie einfach das Beißen ein. Deshalb hoffe ich, dass ich hier noch einen auf Wobbler kriege. Das wäre natürlich mega. Ich habe eigentlich einen anderen Wobbler im Kopf gehabt, wo ich dachte, den habe ich dabei. Aber den habe ich im Auto vergessen. Und jetzt laufen tue ich nicht. Dafür ist zu wenig Zeit. Das mit dem Wobbler war jetzt eine risky Aktion. Da habe ich meine letzten Minuten mehr oder weniger für verspielt. Aber ich muss dazu sagen, da kommen auch manchmal echt gute Fische bei rum. Und nicht nur Zander, die dann nochmal nachts rauben wollen. Hat jetzt leider nicht geklappt. Hätte ich euch gerne präsentiert. Wäre bestimmt ein cooler Move gewesen, aber gut, sei es drum. Das sind jetzt die letzten Würfe, die ich hier mache. Finalen Punktestand. Wüsste ich eigentlich mal gern. Aber gut. Tobi war eine harte Nuss. Er hat es auf jeden Fall verdient. Hat sich dann auch eingefischt. Hat sich die Taktik abgeguckt. Ich meine, ich habe es ja dann am Ende gesagt, wie viel Gramm, wie viel Kurbelumdrehung und Co. Das war natürlich nicht zu meinem Vorteil. Aber der Tobi, muss schon sagen, hat sich hier sauber eingefischt. Richtig gut. Richtig guter Angler. Hasan, noch 20 Sekunden, letzter Wurf. Jo, der kommt jetzt. Und ich hoffe, der ist gut platziert. Nein, nur noch 2 Sekunden. 1. Ah. Ja, das kann doch nicht sein. Okay, die Zeit ist offiziell vorbei. Wir machen jetzt uns erstmal fertig, rechnen den Punktestand aus und dann gibt es das Ergebnis. So, wir sind jetzt von dem Steg ein bisschen runtergekommen, um ein bisschen Restlicht zu haben, um das Ergebnis bekannt zu geben. Es gibt einen Gewinner. Einer von euch wird ja das nächste Mal gegen Herbert Ziereis angeln. Hasan, was soll ich sagen? Es war so knapp. Du hast gewonnen. You win. Yes! Okay. Ooh. Herbert Ziereis is waiting for you. Yeah. But it was really, only a couple of points. It was not perch, but still. Honestly, you're a very nice guy. Yeah. You did it well. I really thought you will get problems at night. Yeah. We see it. And me too, when you started to catch two big ones. Yeah. I know, but you did it very well. You, don't want to say you copied me, but you fished very well. You read the water and be the lure. Yeah. Yeah, you did it very good. Yeah, and it was very fun fishing with you because we were making yoke a lot and stuff like that. Thanks. And good. Hopefully I will see you in Kalmar one day in Sweden. Yeah, you're always welcome. Yeah, thank you, thank you. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es so holprig gestartet ist. Aber es war am Ende, habt ihr nochmal richtig gelockt, a few fish on the rod, so was a really lovely day. Thank you so much. So, und wenn dir das Video gefallen hat, weißt du, was zu tun ist. Kommentieren, liken und das Glöckchen klingeln zum Abonnieren, damit du das nächste super spannende Finale ist dann, ne? Ja. Finale nicht verpasst. Oh Gott, das Finale schon. Finale. Oh. War super. Gut geangelt. Ja, danke schön, Babs. Danke schön. Congratulations. Thank you. Ich bedanke mich auch nochmal recht herzlich für die Teilnahme. Hat richtig Bock gemacht. Bin auch gut weit gekommen, gegen Tobi gescheitert. Aber egal, du machst das. I wish you best luck. Thank you. And Swedish anglers are the best. No. 2 times the final. Very good, very good. Okay, let's go home. Yeah, let's go home. Come on. Wahnsinn, welch Drehbuch Petrus heute wieder für uns geschrieben hat. Die Finalteilnehmer stehen fest. Tobias Ekvall gewinnt unterm Strich verdient gegen Hasan Duran, schafft es erneut ins Endspiel und trifft dort diesmal auf Herbert Ziereis. Die beiden Finalfolgen zeigen wir euch am 22. und am 25. Dezember. Bis dahin wünschen wir eine schöne restliche Adventszeit und freuen uns sehr über Support in unserem Online-Shop, genauso wie über Käufe unserer Produkte im lokalen Angelladen. Danke!